Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Omsi. Der Omnibus-Simulator. Tachchen Asenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Omsi, der Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück bei Harry, dem unfreundlichsten und schlechtesten Busfahrer der Welt. Ja, und willkommen in Hamburg. Warum fahren wir nochmal Hamburg Tag und Nacht, das Add-on? Weil ich wieder mal einen Realitätstest machen möchte, wie ich das schon getan habe beim Add-on Wien und auch beim Spiel Citybus Simulator München. Ich verlinke euch das mal hier, falls ich es nicht vergesse. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das mal reinpfeifen. Ja, und ein Zuschauer namens Christoph Maximilian Eckert, der hat mir eine Tour aufgenommen, und zwar die Linie 109, und die versuche ich jetzt mal hier einzustellen. Und das ist alles immer nicht so einfach, das wisst ihr. Ich habe das Prinzip immer noch nicht komplett durchschaut, aber es wird schon irgendwie gehen. So. Hamburger Stadtbus, genau, das ist schon mal richtig. Und ja, er möchte, dass ich fahre, weil er das gefahren ist, die Tour der Linie 109 vom Hauptbahnhof Zob zur U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf. Also wir starten beim Hauptbahnhof. Zob, was heißt denn jetzt wieder Zob? Zobel. Oder zentrale Omnibus-Sammelstelle oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Das heißt, es ist noch gar nicht mehr der richtige Startpunkt. Da muss ich erst dahin fahren, aber wir sind am Bahnhof. Das heißt, es kann nicht ganz falsch sein. So, F1. Dann sind wir im Cockpit drin. Und dann bringen wir den Bus erstmal zum Laufen. Ne? Also, E, Elektrik. M, Motor. Hervorragend. Und dann machen wir noch gleich die Gangschaltung auf D wie Drive. Die Automatik. Und dann die Handbremse lösen. So, jetzt müsste eigentlich schon ein bisschen rollen. Das tut er nicht. Warum? Doch, das tut er doch. Er fährt. Okay, alles klar. So, dann könnte ich eigentlich gerade mal die Tür aufmachen. Dann kann er nicht wegrollen. Und hinten auch. Geht das auch auf? Ja. Ja, das sind immer andere Tasten bei jedem Bus. Das ist immer so ein bisschen kompliziert. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall, ich möchte mir, die Infozeile einschalten mit Shift und Z. Und dann mal den Wegweiser auch noch. Wo ist denn der? Da. Das Navigationssystem, das hilft ein bisschen, ne? So mit Pfeilen und so. Und jetzt brauchen wir natürlich auf jeden Fall noch... Moment, ich fahre mal noch ein Stück vor. Geht das noch? Wird der noch? Nee, geht er nicht, weil eben... Genau, weil ich offen habe. Sehr gut. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Fahrplan ist natürlich auch sehr wichtig. Da suchen wir uns jetzt mal hier einen raus. Und zwar die Linie 109. Umlauf weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich will anfangen... Hauptbahnhof Zob ist richtig, aber Ende muss dann diese komische Alsterdorf stehen. Warum tut das nicht? Verdammt nochmal. Ich sag's ja echt durchschauen nicht. Jetzt kann ich hier durchklicken. Da kommt das immer mal vor. Aber es ist irgendwie lauter andere Touren hier. Verflucht, was mache ich denn jetzt? Wenn ich dahin gehe, ist dann das besser oder so? Nö. Nö. Ich brauch Zob! Ich habe eine Idee. Wir machen das ganz anders. Ich schalte das hier nochmal ab. Wir drehen mal die Uhr ein bisschen zurück. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, mir da einen passenden Ding zu suchen. 14 Uhr machen wir. So. So, und schon habe ich den Bus weggezaubert. Gut, ne? Ja, also, wir machen nochmal Fahrplan. Schauen wir nochmal 109. Nehmen wir mal den Umlauf 1. Und bums, schon klappt's. Ich sag's ja. 14.10 Uhr schon. Oh, das wird knapp. Da muss ich schnell machen. Der Umlauf 66101, das muss ich mir merken. Da muss ich dann wieder reintippen, ne? 66101, sehr gut. Das wird schon passen. So. So, genau. Und da müssen wir jetzt den Computer anschmeißen hier. Und ich bin ja ein erfahrener Adventure-Spieler. Deswegen finde ich sofort raus, dass ich hier den Mobile Card reinstecken muss. Und dass diese Ziffer hier irgendwas bedeuten könnte. Zum Beispiel könnte das eine Codenummer sein, die man hier eintippt. Jawohl. Ich glaube, soweit habe ich es im Griff. Bitte warten. Genau. Passt. Dienstnummer. Wird schon stimmen. So, jetzt kommt's. Umlaufnummer. 66101. Und bums, 109 Alsterdorf. Ich glaube, jetzt stimmt's. Wir schauen uns das mal von draußen auch noch an, sicherheitshalber. Scheiße, warum steht da Hochbahn? Da stimmt was nicht. Ach so, ich muss noch bestätigen, glaube ich, ne? Habe ich das vergessen? Natürlich! So, dann ist das hier der Fahrplan. Und jetzt können wir nochmal rausschauen. Und jetzt passt's, genau. Gut, wo muss ich hin, meine lieben Freunde? Das, wenn ich jetzt noch wüsste, das wäre super. Da haben wir hier diese komischen Pfeile. 109 Start. Und das ist was anderes. 109 Start, das klingt gut. Okay, wir machen die Türen zu. Und so Gott will, könnten wir jetzt losfahren erstmal.
Das ist noch nicht die richtige Starthaltestelle hier. Da müssen wir jetzt erst hin. Und ich habe noch 8 Minuten. Das seht ihr oben, Verspätung. Minus 8, das heißt, ich bin 8 Minuten voraus. Das war fast ein bisschen dunkelgrün. Dunkelgelb. Macht aber nichts. Da geht's weiter, 109. Rechts, das könnte doch das Ding sein. Ah, okay, da vorne jetzt rechts rein. Ich muss rechts rein, weil das andere wäre eine Sackgasse. Da blinkt man gleich mal rechts. Ja, solange ich keine Fahrgäste an Bord habe, kann ich fahren, wie ich will. Da beschwert sich keiner und ich kriege auch keine Punktabzüge. Ich habe natürlich ein neues Profil gemacht, um zu sehen, wie ich diesmal abschneide. Aber das hier ist, glaube ich, eine längere Tour. Das werde ich nie und nimmer ohne Fehler schaffen. Das glaube ich nicht. Der Rekord liegt ja bei mir bei 32,1% beim Fahrstil. Was haben wir hier jetzt nochmal? 109, Start nur von Hauptbahnhof Brücke. Da bin ich doch her, ne? Das passt doch, oder? Also ich glaube, ich bin noch richtig. Da vorne. Das könnte sein. Das könnte sein. Da stehen viele Menschen, die wollen vielleicht mit mir fahren, weil sie nicht wissen, wie grausam ich fahre. Oder die da vorne. Ah, die da vorne, die wollen mit mir. Komm, ihr lauft doch mir hinterher, oder? Wenn ich da noch ein Stück vorfahre. So, anhalten. Ja, die wollen rein. Super. Könnt ihr mal reinkommen hier? Moin, Moin. Heute Einzelfahrt, Moin. Gesamtbereich. Ach, die schon wieder. Kassieren muss ich hier wieder. Meine Fresse, ey. Bitte Einzelfahrt, Gesamtbereich. Ja, ja, komm, geh durch. Achso, muss ich Geld wegnehmen? Ich hätte gerne einmal Großbereich. Einmal Großbereich, da muss ich immer an Toilette denken. Dann geh mal kacken, Frau. Ah, Schnauze! Ja, komm, geh weg. So, jetzt haben wir noch 6,3 Minuten. Und ich bin hier richtig, ne? Da oben, Hauptbahnhof Zob. 14.10 Uhr ist Abfahrt quasi. Und wir haben jetzt hier 14.03 Uhr und da steht es nochmal eingeblendet, genau. Ja, dann können wir jetzt mal den Startpunkt uns anschauen. Ich weiß ja nicht genau, wie das Video aussieht vom Christoph. Ich habe es mir nicht komplett wirklich angeguckt, sondern nur geschaut, ob was drauf ist. Und jetzt fahre ich hier quasi und dann werde ich das irgendwie so ein bisschen einblenden. So habe ich das vor. Ja, da ist irgendwie dieser Zob. Das ist wohl der hier mit dem Dach. Und so sieht das hier in der Gegend aus. Das können wir dann mal ein bisschen vergleichen mit dem Realvideo. So denn Gott will, ne? So. 14.10 Uhr haben wir gesagt, fahren wir los. Das sind jetzt noch 5 Minuten. Das dauert uns natürlich zu lang. Deswegen werden wir die Uhr ein bisschen vorstellen. Und zwar auf 14.08 Uhr und sagen wir mal 30 Sekunden. Dann können wir noch Leute einladen, eventuell, wenn noch jemand einsteigen möchte. Will noch jemand? Guten Tag. Moin, moin. Tatsächlich. Da hinten ist sowas los. Tag. Boah, bist du hässlich, Alter. Das sind doch Pockennarben, oder? Naja. Kann er nichts für. Geh mir aus der Sonne, geh mir aus der Sicht. Ich kann dich nicht ertragen. So, 1,2 Minuten. Ich glaube, bei einer Minute können wir starten. Das ist dann eine gewisse Toleranz noch drin. Mach schon mal die Türen zu. Wo muss ich überhaupt hin? Da vorne? Ja, 109. Ich muss links raus. Und es ist gerade ziemlich rot. Habe ich da eine Busspur oder so? Ich weiß es nicht. Ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ich muss ja dann jetzt da vorne links abbiegen. Ja, so viel zum Thema. Wir fahren eine Minute vorher los. Das geht nämlich gar nicht, weil ich jetzt schon wieder hier an der roten Ampel stehe. Los, schalt um hier, verflucht! Naja, noch brauchen wir uns nicht aufregen, wie gesagt. Ich habe ja immer noch eine halbe Minute Vorsprung. Aber das schmilzt jetzt schon ganz schön dahin hier. Verflucht, verflucht. Ja, was soll ich tun? Ich meine, ich muss ja jetzt hier warten, oder? Ich blink gleich mal links. Vielleicht wird es dann grün! Endlich! Sonst fange ich das hier schon wieder mit einer Verspätung an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jetzt ist gleich auf Null. Werd grün. Ist die Ampelschaltung in Hamburg wirklich so bekackt? Naja, vielleicht sieht man das auch im Realvideo. Hallo? Na endlich. Okay, jetzt können wir abbiegen. Vorsichtig, damit wir die nicht verärgern, die Fahrgäste gleich. Hauptbahnhof. Ah, das läuft automatisch, die Ansagen. Sehr schön. Was soll das jetzt hier heißen? Ah, ich muss gerade ausfahren.
Und das ist eine Busspur. Das ist ja super. Ja, dann fahren wir da lang. Dann können wir ein bisschen Zeit gut machen. Ich habe immer ein bisschen Angst vor den Ampeln. Man sieht die so spät. Also ich sehe die Ampel schon, aber ob rot oder grün ist, das sehe ich immer erst zu spät. Jetzt ist grün hier noch. Und da vorne ist die Haltestelle. Mönckebergstraße muss das sein. So, Herr Frenkel, vorsichtig. Oh, da ist Tempo 25. Ich blink schon mal rechts, ganz strebermäßig wieder. Oh, ich habe Verspätung. Nee, Minus. Okay, ich habe wieder Zeit aufgeholt. So, dann fahren wir mal hier rechts ran. Aber nicht zu weit rechts, weil sonst geht es wieder mit dem Bürgersteig. Und das mögen die Leute gar nicht. Die sind nämlich total empfindliche Luschen alle miteinander, ne? Das wisst ihr ja mittlerweile auch. So, alle herein! Da. Sehr schön. Der wollte auch kein Ticket. Das ist gut. Was ist das denn jetzt hier? Da wächst was. Habt ihr das gesehen? Die Lehne ist gewachsen. So, wir haben 2,5 Minuten. Das heißt, wir können nochmal von draußen gucken. Da steht der Kollege hinter mir, ne? Ja. Also, ich bin eindeutig nicht ganz rechts angefahren. Ja, das hier ist sowas wie ein Einkaufszentrum oder so. Eine Einkaufsstraße. Was haben wir denn da hinten? Ist das Vodafone oder was? Ich kann es nicht erkennen. Größeres Gebäude hier mit dem roten Eingang oder was das ist. Der rote Stuhl? Nee. Und da vorne haben wir noch irgendwas. Eine Kirche oder was ähnliches. Ich kenne mich ja in Hamburg überhaupt nicht aus. Ich war da ja noch nie. Ich könnte aber inzwischen schon mal den Blinker ausschalten. Und noch 2 Minuten. Meine Fresse, ey. Ich war so flink. Mönckeberg. Ja, sieht sehr lustig aus alles. Also es ist schon alles schön gemacht, muss man schon sagen. Ist ja wohl auch mit Abstand das beste Add-on. Aber halt kostenpflichtig, ne? Bad Kinzau, was ich zuvor jetzt noch gespielt habe, das war ja kostenlos. 1,7 Minuten, ey, das reicht mir jetzt aber. Könnten wir eigentlich mal ein bisschen vorspulen, ne? Oder? Zack. Flop. Na also, wir fahren los. Ja, wir machen aber erstmal die Türen zu. Das wäre ein guter Tipp. Ist mir so aufgefallen. Ja, wunderbar. Ah, die Heizung. Wartet mal, die Heizung. Das, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Da halte ich doch mal kurz an. Die Heizung. Die beklagen sich doch immer, es ist zu kalt im Bus. Mach mal volle Pulle und ich drücke einfach ein paar Knöpfe. Ich habe keine Ahnung, was ich genau drücken muss. Ich drücke einfach alles. Dann wird es schon wärmer. So. 15 Grad haben wir jetzt. Was ist denn jetzt los? Ach, da will jemand rein noch, oder was? Was willst du denn jetzt hier plötzlich? Dachchen. Oh, da will noch jemand rein. Da. Der Wahnsinn. So. Warum fährt der Bus jetzt nicht mehr? Ich habe irgendwas gedrückt wieder. Oder ist die scheiß Hintertür offen? Nö. Warum fährt mein Bus jetzt nicht? Ich habe keine Handbremse gedrückt oder sowas. Hat das was mit der Heizung zu tun gehabt? Drück mal da nochmal drauf. Tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber... Egal, ich habe es rausgefunden. Jetzt haben wir Verspätung schon. Nächste Haltestelle. Okay. Gerhard Hauptmann Platz. Und da seht ihr links wieder die Pappfiguren, die da rumstehen. Gefällt mir nicht so gut. Dann lieber gar keine Figuren. Sag ich mal. Ich meine, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Aber, oh, anhalten. Sonst gibt's Ärger, Herr Frenkel. Ja, ansonsten ist in den Add-on ja alles echt super. Da muss man wirklich sich nicht beklagen. Kommt rein, Mädels! Moin, moin. Guten Tag. Ja? Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ja, bitteschön. Genau. Geh weiter, Kuh! Hallo, bitte einmal Gesamtbereich. Oh Mann, ey, diese Stimme. Dankeschön. Oh. Bitte einmal Nahbereich. So. Ich habe sowas von allem, alles im Griff bislang. Aber ich würde schon irgendwann einen dicken Fehler bauen, das weiß ich jetzt schon. So, Blinker können wir wieder ausschalten. Ja, wir liegen ganz gut in der Zeit. Bisschen zu früh noch, das nutze ich aus. Ich fahre einfach los. Was? Ach, die wollen aussteigen. Ihr könnt mich am Arsch lecken, der scheiß Taxifahrer. Ich habe doch Vorfahrt, ich bin doch Busfahrer. Ich habe immer Vorfahrt, oder? Ja, jetzt müsste ich wieder einen Unfall melden. Sonst kriege ich wieder Unfallflucht, bla bla bla.
Abfahrt zur Linie in 3. Next stop, Rathausmarkt. Please exit here for town hall. Habe ich jetzt irgendwie eine Haltestelle übersehen? Egal. Ja, jetzt wird irgendwann... Oh, da kommt ein Taxi. Ja, Fresse. Ja, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, wäre es toll, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage Dankeschön und ciao, ciao.